Und willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zähmen geht weiter. Stone hinter mir, Dex vor, vorne. Und heute zähmen wir für euch was Ekliges. Die Akatina. Ich denke mal, es wird Akatina ausgesprochen, weil im Latein wird das CH, wie im Italienischen auch, das CH ja K, als K ausgesprochen. Und hier vorne ist das gute Stück. Ich gucke es mal, ob ich den ein bisschen näher sehen kann. Da. Zwischen den Wurzeln der Bäume, genau. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gesucht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier sind die ganzen Caprosuchus, Dinos, Krokos, die sind ein bisschen böse. Und die ganzen Blutegel sind ja auch noch hier. Wenn ihr das noch wisst, ihr habt das Infovideo zum Leech habe ich hier gemacht, in den ganzen Sümpfen hier vorne. Hast du schon abgeschossen? Nee, ich wollte die Schlangen treffen, aber dadurch kann ich nicht abschießen. Ja, dann müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen... Oh, das heißt jetzt auch hier kiloweise... Nach Rückendeckung. Okay, sie kommt raus. Nee. Ich bin voll bis oben hin. So. Kommst du raus? Ist eine Snake? Irgendwas ist hier, was komische Geräusche macht. Und ich glaube, das ist der. Und die Stampferviech. Ah, nee, ist, ja, der Stampf. Das ist ein Schweinchen. So, pass auf. Ah. Der Stone hat ja nämlich eine von diesen Schnecken schon mal gesehen. Beim Vorbeifliegen durch die Sümpfe. Und ich wusste jetzt nicht, wie die genau aussehen. Und deswegen sind wir jetzt gerade eben zusammen hier in die Sümpfe geflogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, wenn der Stone nicht gesagt hätte, dass da unten eine ist, hätte ich die niemals gefunden, weil ich habe einfach nach einer großen Schnecke mit einem großen Baum, Haus, Baum, ich hau hier auch Bäume, einem großen Haus. Mike. Und, guter Schuss. Mein Gott, du machst mir echt Angst, ey. Ich hab mir auch noch Angst. Schieß hier an mir vorbei. So, ich schmeiß jetzt noch mal den ganzen Mist hier nochmal weg. So, ups, nein, stopp, all item, so. Da liegt sie. Das gute Stück. Wachgelegt. Und jetzt werden sich natürlich viele fragen, ja, was wollen wir mit der Schnecke? Wir wollen T-Rex, wir wollen, keine Ahnung, Megalosaurus, wir wollen Giganotto. Und ich sage, wir wollen eine Schnecke. Wir wollen eine Schnecke. Warum wollen wir eine Schnecke? Wir sind, oder besser, der Stone ist hier unser Craft und Baumeister Nummer 1. Und da wir Zementingpaste verbrauchen wie warme Semmeln oder wie ich wollte eigentlich gerade sagen, Popcorn im Kino, kann man auch sagen, ne? Popcorn im Kino. Und das leider in der Produktion ziemlich mühsam ist. Ist das hier unser bester Freund jetzt? Die Akatina produziert nämlich die Zementingpaste einfach so. Das ist wunderbar. Und der Topo-Wert geht auch ganz schön runter. Ja, der geht ziemlich schnell runter. Ich gucke mir mal ganz kurz die Werte. Also Topo-Wert habt ihr ja gesehen. 71 hat der nur. Der geht ratzfatz runter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und der Storm hat schon mal angefangen. Die Schnecke ist ausschließlich, glaube ich, ausschließlich nur dieses Sweet. Ich kann es gerade nicht mehr lesen. Sweet Vegetable Cake. Sondern Vegetable Cake. Also vegetarischer Kuchen ist das so gesehen. Und das müsst ihr herstellen. Wiegt unglaublich viel. Ich weiß nicht warum, aber es wiegt unglaublich viel. Und das müsst ihr dann eben reinschmeißen. Und das knabbert hier die leckere Schnecke. Bisher ist aber der Balken nicht mal mit Millimeter gestiegen. Ich bin mal gespannt, wann der anfängt zu essen. Jetzt haben wir übrigens genau das, was ich letztes Mal hatte. Ich habe ja bei Scorch Earth gesagt gehabt, jetzt hat einmal gegessen. Wunderbar. Ich habe ja bei Scorch Earth gesagt, wie ist es denn mit der Mantis? Ist das ein Weiblein oder ein Männlein? Da meintest du, ja, das ist doch ein Männlein oder das ist ein Weiblein. Und hier sieht man das, es gibt kein Geschlecht bei dem Tier. Gender in Not available. Ja. Wir können ja mal unter den Rock gucken. Er hat beides. Nein? Ich hab grad gepfiffen. Nicht, dass ich hier pfeife. So. Ich guck mal unter den Rock. Man sieht's nicht. Also gesehen, wir sind jetzt gerade hier vorbeigeflogen
Und ich hätte es jetzt nicht gesehen, hätte Storm mir nicht gesagt, guck mal, da unten die kleine Muschel, da ist die Schnecke drin. Ja, ich hatte die halt schon, das ist genau die, die ich gefunden hatte, weil dann aufgerollt und dann sehe ich so, passt nicht dazu, das ist, glaubt ihr, wieder die Schnecke. So, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie er diesen Kuchen hier herstellt. Ist eigentlich auch recht teuer, muss ich sagen. Und denkst du, was mit der Aussprache recht wird? Akatena. 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 Also, Akatena, okay. Das ist die steht auf der Seite, also aha, K-A-H, dann T und dann Na. Mhm, also das ja, T-I wird wie ein T ausgesprochen. Okay, weil wir haben wie im Latein und im Italienischen. Wir müssen was nachfüllen, weil der ist gleich runter. Oh. Wie gesagt, im Latein, Italienischen wird das ja das CH wird ja K ausgesprochen. Also gehen wir mal zurück zu unserem Cake, zu dem kleinen Kuchen und der wird hergestellt. Jetzt haltet euch fest. Ist eigentlich recht mühsam. Ihr braucht dafür 7 Sepp. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Sepp ist, vielleicht habt ihr das noch nie genutzt. Sepp ist. Hast du was dabei, rein zufällig? Nein. Nicht. Sepp ist das ist der Baumharz, den ihr aus den Redwood Forest Bäumen bekommt. Da könnt ihr ja diesen Ablauf, diese Laufrinne, wie heißt das, keine Ahnung, wie dieses Röhrchen heißt, was man da einsteckt in den Baum. Und wenn ihr da ein bisschen wartet, kriegt ihr dieses Harz. Und dann, also 7-mal Sepp, 2-mal Karotten, also Rockroad, 2-mal Longgrass, 2-mal, also Longgrass wäre der Maiskolben, 2-mal Kartoffel, der Sauerroot, 4 Stimulantpaste. Was wird da oben gemacht? Besser. Okay. 25 Fiber und dann eben alles in den Kochtopf mit Wasser und dann habt ihr euer Kuchen. Kuchen. Lecker Cake. Aber ihr müsst aufpassen, in der Zeit, wo ist halt das Event ist, müsst ihr den Cockpot neu aufstellen. Weil der ist abgedatet worden. Hatten wir das Problem dabei? Weil meiner war nicht up to date. Und da konnte ich nicht kraften, die alle verzweifeln schon, verfluchen, warum geht die Scheiße nicht? Ja, wir haben es auch, ihr habt ja vielleicht das Let's Play zum Megalosaurus gesehen, das werde ich übrigens auch in der Endcard für euch machen, zeigen. Da haben wir versucht, das Kibbel zu kochen und durch das Update vom Thanksgiving, wie heißt das, Erntedankfest, zum Erntedankfest gibt es ja hier dieses Update mit den kleinen Truthähnen, die überall rumlaufen, die übrigens noch nie einmal gesichert worden sind, yep. Wird der Kochtopf, der ist bei uns abgedatet worden, da man ja auch diesen Indianerhut, glaube ich, dort machen kann und irgendwas anderes. Und den Dodorex beschwören. Und den Dodorex. Und in dem Kochtopf, den wir damals gecraftet hatten, da ist der noch nicht drin gewesen. Und deswegen ist der dann eben so gesehen, oh, der muss das essen. Was denn gerade... Rex, warum gibst du ihm den Kuchen? Oh Gott, was habe ich denn wirklich einen Kuchen gegeben? Ich habe eben auch schon wieder auf den Kuchen gedrückt. Ich habe das echt total verpeilt. Ich wollte nur... Ich habe eben Kuchen gegessen. Jetzt habe ich den jetzt auf den Kuchen gedrückt. Ach, du bist so ein Kuchenfanatiker. Übrigens, hast du recht. Ich könnte eigentlich mal wieder auf Kuchen essen. Das schon... Ach so... Weißt du rein zufällig, wie die Cementingpaste produziert? Einfach nur stehen lassen und die hat das dann nachher im Inventar? Ich glaube, die muss sich bewegen und rumlaufen. Dieser Schleim, den sie halt produziert, durch rumlaufen und essen, produziert die dann Cementingpaste. Okay. Also ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe nur gesehen, dass man so sagt, E drückt und dann Cementingpaste nehmen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob es gezähmt dafür sein muss oder... Habe ich schon. Oder auch ungetamed geht. Weißt du, gehst rum, suchst dir eine Schnecke. Ah, das ist eine ungezähmte Schnecke. Ich nehme mal jetzt nicht was zu mir. Okay, also man kann auf die ungezähmten Schnecken einfach auch zugreifen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, oder? Und die hatte da einen rumliegen, der von einer Schlange angeblich betäubt worden ist. Und da konntest du zumindest was da rausnehmen. Okay. Die war halt noch wild. Dann wird es wohl so sein, so. Jetzt mal das Richtige nachfüllen. Mein Gott, ich habe immer den Kuchen gegeben. Finde ich echt lustig.
Ach, die Erde bebt immer wieder. Zurückleben wie keine Gigas, sonst hätte ich mich erschreckt. Oder Tierwechsel. Ist aber auch eine ganz, also jetzt, was wir hier jetzt gerade haben, eine lockere Zähmung. Wir müssen eben nur darauf immer aufpassen, weil der Top-Up-Wert ziemlich schnell sinkt. Schon der zweite, der mit dem Top-Up-Wert ganz schön niedrig ist. Ja, wir haben gerade, das ist jetzt die zweite Zähmung, die wir heute gemacht haben. Die Megalosaurus-Zähmung hatten wir gestern. Heute haben wir die Pachyrhinos gemacht. Und jetzt ist die Schnecke dran. Und vielleicht machen wir gleich. Wir haben es gleich übrigens geschafft. Du kannst ja gleich mal hier hinkommen. Und wir werden uns gleich noch an den. Wie heißt der? Marshtops? Marshallops? Warte, ist das Wort? Anja? Der heißt. Moshops. Moshops. Oh Gott, die Namen werden immer bekloppter. Aber das sind eben die Namen. So, wir haben es gleich geschafft. Noch einmal essen und dann nehme ich ihn den Kuchen wieder weg. Ach, das bin ich selber also. Also angeblich wird der Moshops ausgesprochen. Die Mose und dann Geschäfte. Mose-Shops. Die Mose-Shops sind los. Was ist denn eigentlich so Shops, die er alles so sammelt? Komm, Stecke. Ist gut. Oh. Ich fände das ein lustiges Gimmick, wenn man darauf noch reiten könnte. Oh Gott, das gibt's bestimmt den nächsten mit dem Mod. Dann würde ich da ganz ehrlich so ein Schneckenrennen machen. Ja, ich bin schneller, nein, ich bin schneller. Gibt's hier wieder Kuchen? Nein, diesmal nicht. Ich habe wirklich zweimal Kuchen gegeben. Ich habe da nicht drauf geachtet, lustig. Jetzt ess mal. Wie viel Level hat sie eigentlich? 8. Oh. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich mag die Caprosucos echt nicht. Die haben mich schon zweimal ins Wasser gezogen. Einmal gekillt. Ich glaube, der muss noch 20 runter. Ich glaube, die ist bei 80. Die meisten. Kannst du aufhören, zu meinem Quetzal zu gehen? Danke. Die macht aber auch schon eklige Geräusche, ne? Also ich finde immer noch die, wie heißen die jetzt? Megas? Die Perpachyrinosaurus, am geilsten mit den Geräuschen. Achso, also der Megalosaurus, der, also gestern mit dem großen Patch auch, oh, schön. Ich meine den Geräusch ja nur. Nenn ihn Tina. Du kannst sie tragen. Ja, zeig mal, das sieht aus so, oh, schöne Handschuhe für den Winter. Bleib mal stehen, ich mache ein schönes Foto von dir. Warte mal. Aber schön, nicht bewegen. Das ist immer ein Zappel, Philipp, hier. So. Sieht das nur so aus. Oh, Zementingpaste. Der sondert die ab, oder was? Leg die mal ganz hoch runter. Warte, FF raus. Oh. Nein, das ist meine. Schmeiß mal runter, ich will mal drauf zugreifen. Pick up, modified group, change name, normal, aggressiv, name wandering. Im wandering müssen wir den stellen, damit er läuft und dann automatisch irgendwelches absondert, glaube ich, oder so. Ab, glaube. Guck mal, wie sich einkerkert. Mein Gott, immer wenn ich draußen bin, regnet, das ist echt. Das ist ein Fluch hier im Spiel. Kann es nicht einmal nicht regnen. Also Wandering gestellt? Ja. Ja, da fällt ja was ab. Aber man kriegt nämlich nur eins, ne? Dann müssen wir irgendwas machen, dass es auch mit aufsammelt. Dann müssen wir diesen Mashtops, der kann doch, glaube ich, den kann man doch einstellen, dass er was sammelt. Ja. Aber eine, das ist, also ich glaube nicht, dass das so prickeln wird, wie wir dachten. Also wenn es jetzt 10, 100, 1000, dann ja, aber eine. Dann müssen wir eben ein paar mehr davon nehmen. Ein paar mehr? 100. 100 mehr. Aber die kann man jedenfalls nicht züchten. Das steht fest. Na egal, in Italien essen wir Schnecken auch gerne in der Spaghetti-Soße.
Also wenn sie nicht nutzbar ist, dann wird sie wenigstens gegessen. Warte, bleib mal ganz kurz. Machen wir ganz kurz Abmoderation. Nö, machen wir hier, schön im Machi-Pratschi-Regen. Am besten so rum. Da haben wir noch im Hintergrund, wenn uns gleich ein Caprosukos anspringt. Okay, Leute, das war's von Tina, Stone und Dex. Und ja, da ist wieder so untergekommen. Sieht toll aus, ne? Okay, und Cementing passt ja. Und das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und in der Endcard kriegt ihr natürlich die ganzen anderen Dinos, die noch gezähmt worden sind. Bis dann und tschüss. Tschüss. Bip. Der braucht Schlaf. Ach, wenn der keinen Schlaf hat. Das ist ja mal abgefahren. Der braucht Schlaf. Der braucht... Super. Der hat aber auch einen schweren Schritt, ne? Kannst du mich jetzt wieder runterlassen? Okay. Sammelt der nur rum. Super. Komm her, Dex, komm her. Ja, warte mal ganz kurz, drück mal ganz kurz die ganzen anderen Tasten, die es so als Attacken und sowas gibt. Also einmal beißen, dann... Ich will mal hier ein bisschen Position, dass man mehr sieht. Okay. Oh, Alter, was tun wir mit den Stühlen? So. Wait, du kannst ja auch aufwecken. Was hast du gedrückt? Steuerung. Also C. War das jetzt? Fällt's mir. Nein, das wird nur noch C. Das war jetzt C. Super sieht der aus, der gefällt mir richtig gut.